Kochen 5.12.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. 1 mittlere mehlig kochende Kartoffelsalz, 100 Gramm Feldsalat, 100 Gramm Freskatsalatsorte, Feldsalatmix oder nach Belieben 500 Gramm gemischte Pilze, 1 rote Zwiebel, 30 Gramm Milfina, Butter Legusto Gewürzmühle, Sorte, Pfeffer, Schwarz, 125 Gramm Schinkenwürfelsortiment, Sorte, herzhafter Kartenschinken, 5 Esslöffel, Cucina, natives Olivenöl, extra Lammfilets, 30 Minuten, vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen, Kartoffel waschen, schälen, würfeln und in Salzwasser, weich kochen, Feldsalat putzen und waschen, den Freskatsalat mit dem geputzten Feldsalat mischen. Pilze putzen, trocken abreiben und je nach Größe halbieren. Zwiebel schälen und in Spalten schneiden. Butter in eine Pfanne zerlassen und Pilze und Zwiebel darin 2 bis 3 Minuten kross braten. Salzen und pfeffern. Die Schinkenwürfel in eine Pfanne knusprig braten. Kartoffel abgießen und mit dem Essig und 3 Esslöffel Olivenöl in eine Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Mit einer Gabel zerdrücken und mischen. Die Hälfte des Schinkens zum Dressing geben. Die Lammfilets in 2 Esslöffel heißem Olivenöl scharf anbraten. Die Hitze reduzieren und die Filets unterwenden 5 Minuten in der Pfanne ruhen lassen. Den Salat mit dem Dressing mischen. Mit Lammfilets und Pilzen anrichten und mit restlichen Schinkenwürfeln bestreuen. Schweinekoteletts mit Rosmarinäpfeln Zubereitung ca. 4 Minuten ca. 30 Minuten Backzeit 4 Portionen Blätter von Prozent und glatter Petersilie 700 Gramm Knollensellerie 300 Gramm mehlige Kartoffeln 50 bis 80 Gramm Buttersalz Pfeffer 6 bis 8 Cox-Orange-Äpfel 1 Esslöffel Butter 3 Esslöffel Olivenöl 3 Esslöffel Rosmarinnadeln 4 Schweinekoteletts GI ca. 180 Gramm Klammer zu 2 Esslöffel Sonnenblumenöl 400 ml Sherry 1 Backofen auf 190 Grad Klammer auf Umluft 170 Klammer zu Vorheizen Petersilie grob hacken Knollensellerie und Kartoffeln schälen, grob würfeln in kochendem gesalzenen Wasser ca. 20 Minuten kochen, abgießen und mit der Butter, grob stampfen. Petersilie unter den Stampf mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warm halten. Pistazienmilchreis mit gebackenen Apfelringen Zubereitung ca. 50 Minuten 4 bis 6 Portionen Elfmilch 250 Gramm Milchreis 1 Bio-Zitrone 60 Gramm EDK Pistazienkerne 60 Gramm Mandeln 1 Ei 70 ml Milch 100 Gramm Mehl 3 Topazäpfel 6 Esslöffel Butterschmalz Minzblätter Puderzucker 1 Milch und Reis bei ständigem Rühren aufkochen Hitze reduzieren und bei geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze ca. 20 Minuten sanft kochen einmal durchrühren, den Herd ausstellen und 1Q 15 Minuten nachziehen lassen. Währenddessen Zitrone waschen trocknen, 1 Esslöffel Schale abreiben. Pistazien und Mandeln in einer 16 Küchenmaschine fein zermahlen, alles unter den fertig gegarten Milchreis geben, warm halten. 2 Ei trennen, Eigelb mit der Milch verrühren, Mehl unterrühren, 10 Minuten quellen lassen, Eiweiß steif schlagen und unterheben, Äpfel in fingerdicke Scheiben schneiden, Butterschmalz in einer tiefen Pfanne erhitzen, Apfelringe durch den Teig ziehen und im heißen Butterschmalz goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden, herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Gebackene Apfelringe mit dem Pistazienmilchreis auf die Teller verteilen mit Minzblättern und Puderzucker garnieren und servieren. Pro Portion, ca. 625 Kilokalorien, 16 g 34 Gramm Farad, 62 Gramm Kilo Henry 2 Äpfel halbieren. Butter in eine Pfanne erhitzen, Äpfel darin von beiden Seiten ca. 2 Minuten, goldbraun anbraten. Danach in einen Bräter geben mit Olivenöl beträufeln, mit Rosmarinnadeln bestreuen und im Ofen ca. 15 Minuten rösten. Währenddessen Schweinekoteletts abbrausen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Koteletts darin bei starker Hitze von beiden Seiten scharf anbraten. Mit Sherry zu den Äpfeln geben und noch 15 Minuten zu Ende garen. 3 Bräter aus dem Ofen nehmen.
Äpfel und Schweinekoteletts auf eine Servierplatte geben, Sherrysoße bei starker Hitze circa 2 Minuten kochen lassen, dann über die Äpfel und die Schweinekoteletts gießen, sofort mit dem Stampf servieren. Pistazienmilchreis mit gebackenen Apfelringen zubereiten, circa 50 Minuten 4 bis 6 Portionen Elfmilch, 250 Gramm Milchreis, 1 Bio-Zitrone, 60 Gramm EDK, Pistazienkerne, 60 Gramm Mandeln, 1 Ei, 70 Milliliter Milch, 100 Gramm Mehl, 3 Topazäpfel, 6 Esslöffel Butterschmalz, Minzblätter, Puderzucker, 1 Milch und Reis bei ständigem Rühren aufkochen. Hitze reduzieren und bei geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze ca. 20 Minuten sanft kochen, einmal durchrühren, den Herd ausstellen und 1,15 Minuten nachziehen lassen, währenddessen Zitrone waschen, trocknen, 1 Esslöffel Schale abreiben, Pistazien und Mandeln in einer 16 Küchenmaschine fein zermahlen, alles unter den fertig gegarten Milchreis geben, warm halten. 2 Ei trennen, Eigelb mit der Milch verrühren, Mehl unterrühren, 10 Minuten quellen lassen, Eiweiß steif schlagen und unterheben, Äpfel in fingerdicke Scheiben schneiden, Butterschmalz in einer tiefen Pfanne erhitzen, Apfelringe durch den Teig ziehen und im heißen Butterschmalz goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden, herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Gebackene Apfelringe mit dem Pistazienmilchreis auf die Teller verteilen, mit Minzblättern und Puderzucker garnieren und servieren. Pro Portion ca. 625 Kilokalorien, 16 g 34 Gramm Farad, 62 Gramm Kilo Henry. Mit Thymian und Rum Zubereitung ca. 10 Minuten 2 Gläser, 1 Limette Eiswürfel, 8 Centiliter Montayo echter Überseerum Klammer auf 40% Vol. Klammer zu, 4 Centiliter Birnensaft, 4 Centiliter Zuckersirup, 1,5 Birne, Klammer aufgewaschen ohne Kerngehäuse, Klammer zu, 2 bis 3 Spritzer Angostura Bitters, 2 Centiliter Grenadine, 2 Thymianzweige, 1 die Limette auspressen und den Saft mit 4 bis 5 Eiswürfeln in einen Shaker geben. Den Rumbirnensaft und Sirup zufügen und alles gut schütteln, 2 die Birne in dünne Scheiben schneiden. Longdrinkgläser mit Birnenscheiben und Eiswürfeln füllen, den Drink durch ein Barsieb eingießen, einige Spritzer Angostura und die Grenadine hinzufügen. Rumpunsch mit Thymian garnieren und eiskalt servieren. Mit Hirsekäsefüllung und Möhren Zubereitung ca. 40 Minuten 1 Kleinkindportion 1 Erwachsenenportion Burghirse 150 Gramm Möhren 2 türkische Lire Rapsöl 3 Esslöffel Sahne 1 Esslöffel Basilikum gehackt 5 mittelgroße Champignons 30 Gramm Mozzarella gerieben 1 Hirse in der doppelten Menge Wasser 15 Minuten kochen und kurz quellen lassen. Die Möhren schälen und raspeln. 2 Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. 1 türkische Lira Öl in eine Pfanne erhitzen, Möhren darin andünsten, Hirse zugeben, kurz mitdünsten. Sahne, 1 bis 2 Esslöffel Wasser und Basilikum unterrühren. 3 Champignons putzen, Stiele entfernen, mit dem restlichen Öl beträufeln und 10 Minuten im Ofen garen. Dann Füllung in die Pilzöffnung geben, Pilze in eine Auflaufform setzen, mit Käse bestreuen und ca. 10 Minuten im Ofen backen. Kleinkindportion, ca. 160 Kilokalorien, 6 g 10 Gramm Farad, 119 Kilo Henry. Erwachsenenportion, ca. 320 Kilokalorien, mit g 21 Gramm Farad, 2 g. Apfelkuchen mit Brombeercreme Zubereitung ca. 30 Minuten ca. 50 Minuten Backzeit und ca. 60 Minuten Ruhezeit 12 Stück 250 Gramm weiche Butter 300 Gramm Zucker 500 Gramm Mehl und etwas zum Arbeiten 4 Eigelb 4 türkische Lire Milch ca. 1,25 Kilogramm Boskop Äpfel 100 Gramm Cranberries 1 Esslöffel Orangenschale 125 Gramm EDK KTK Brombeeren, Klammer auf aufgetaut, Klammer zu, 30 OG Quark, Gummisahne, 2 Esslöffel Zucker, 1 Butter, 200 Gramm Zucker, Mehl, Eigelb und Milch, rasch zu einem Teig verkneten, eingewickelt 1 Stunde kalt stellen, 2 Äpfel entkernen und würfeln, 50 Gramm Zucker in eine Pfanne leicht karamellisieren lassen,
Äpfel dazugeben, gut durchschwenken, zugedeckt ca. 5 Minuten dünsten, mit Cranberries mischen und abkühlen lassen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 5 mm dick ausrollen, eine runde Backform Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, einfetten den Boden und ca. 3 cm Rand mit dem Teig auslegen, Äpfel-Cranberry-Mischung hineingeben, mit dem Orangenabrieb bestreuen. Aus dem restlichen Teig den Deckel ausrollen, darauf legen, an den Rändern leicht andrücken, mit dem restlichen Zucker bestreuen. Mit der Messerspitze mehrmals einstechen. Im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen. 4 in der Zwischenzeit Brombeeren mit Quarksahne und Zucker vermischen. 5 Kuchen aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und mit dem Brombeerquark servieren. Pro Stück ca. 560 Kilokalorien 10 g, 23 g 570 k. 8 600 Gramm Auberginen, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel EDK Bio, Olivenöl, 6 Stiele Basilikum Glas, Klammer auf 350 Biotomatensoße Klassik, 2 Kugeln, Klammer auf Hä, 125 Gramm Klammer zu, Biomozzarella, 4 Esslöffel geriebene Parmesankäse, 1 Esslöffel Semmelbrösel, 1 Auberginen waschen, putzen und in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und grob würfeln. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten, Auberginen zugeben, ca. 5 Minuten unterwenden mit Braten. 2 Backofen auf 225 Grad vorheizen. Basilikum waschen, trocken schütteln und in Streifen schneiden. Tomatensauce und 50 ml Wasser zu den Auberginen geben, kurz aufkochen lassen und Hälfte Basilikum und herrühren. Gemüse in einer Gratinform verteilen. 3 Mozzarella abtropfen lassen, in Scheiben schneiden und auf dem Gratin verteilen. Mit Parmesan und Semmelbröseln bestreuen und im heißen Ofen ca. 15 Minuten überbacken. Mit restlichem Basilikum bestreuen und sofort servieren. Pro Portion ca. 410 Kilokalorien 20 Gramm E, 26 Gramm F, 13 Gramm KH. Bananen-Heidelbeeren-Smoothie Bowl mit Haferflocken, Zubereitung ca. 10 Minuten, eine Portion, 1,5 Banane, 50 Gramm Heidelbeeren, 50 ml Milch, Klammer auf 1,5% Fett, Klammer zu, 20 Gramm Schmelzflocken oder zarte Haferflocken, Banane schälen und klein schneiden, Heidelbeeren waschen, Banane mit Beeren und Milch in einen Standmixer geben und fein pürieren. Smoothie in eine Schale geben und mit den Flocken bestreuen. Seelachsfilet mit Kräuterkäsehaube und Spinatreis, Zubereitung ca. 45 Minuten, 1 Kleinkindportion, 1 Erwachsenenportion, 100 Gramm Naturreis, 1 Esslöffel Petersilie, gehackt 3 Esslöffel Gouda, gerieben 3 Esslöffel passierte Tomaten, 2 türkische Lire Olivenöl, 185 Gramm Seelachsfilet, 100 Gramm Babyspinat, 1 Reis mit der 2,5-fachen Menge Wasser ca. 30 garen. Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Klammer zu, vorheizen. Petersilie mit Käse, passierten Tomaten und eine türkische Lira Öl vermischen. Fischfilet in eine kleine Auflaufform legen und die Mischung auf dem Fisch verteilen. Fisch im Ofen ca. 15 Minuten garen lassen. Fruchtiges Birchermüsli mit Vanillemilch und Birnen, Zubereitung ca. 10 Minuten, eine Portion, 100 ml Milch, eine Prise Vanillepulver, 1 kleine, weiche Birne, 4 Esslöffel Birchermüsli Milch mit dem Vanillepulver verrühren. Birne waschen, halbieren, entkernen und in kleinkindgerechte Stücke schneiden. Milch mit Birne und dem Müsli verrühren und servieren. Eggs Benedict mit Avocado Tomaten Tatar, Zubereitung ca. 3 Minuten, 4 Portionen, 8 OG Butter, 3 Eigelb, 1,5 Bund Brunnenkresse, 11 Zweitel Esslöffel Zitronensaft, Salz, Pfeffer, eine Prise Cayennepfeffer, 50 Gramm Bio-Joghurt, 3 Esslöffel Weißwein, Essig, 4 Bio-Eier, 4 Scheiben Sauerteigbrot, eine türkische Lira Olivenöl, 150 Gramm Babyblattspinat, 200 Gramm reife Hass-Avocado, 200 Gramm Mini-Roma-Rispentomaten, außerdem Stabmixer, eine Butter in einem Topf schmelzen. Mit dem Stabmixer Eigelbe Kresse, 1 Esslöffel Zitronensaft, Salz und Cayennepfeffer verrühren.
flüssige Butter nach und nach vorsichtig untermixen, bis die Soße dick wird, nach und nach den Joghurt hinzugeben, die Soße in einer Metallschüssel im Wasserbad warm halten, einen Topf zu 2/3 mit Wasser füllen und aufkochen lassen, Weißweinessig hinzugeben und noch einmal aufkochen lassen, Hitze herunterstellen, Eier einzeln in eine Tasse geben, mit dem Stiel eines Holzlöffels einen Wirbel erzeugen, Eier nacheinander in das heiße Wasser geben, Topf vom Herd nehmen, wenn alle Eier im Topf sind und diese 4 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen, mit einer Schaumkelle herausnehmen und abtropfen lassen, 3 Brotscheiben in eine Pfanne von beiden Seiten anrösten, herausnehmen, Olivenöl in die Pfanne geben und den tropfnassen Spinat hinzugeben, mit geschlossenem Deckel 2 Minuten garen, mit Salz und Pfeffer würzen, 4 Avocado von Schale und Kern befreien und Tee in feine Würfel schneiden, die Tomaten waschen und achteln, alles mit 1/2 Esslöffel Zitrone, Öl, 0 Salz und Pfeffer abschmecken. 5 den Blattspinat, auf die gerösteten Brotscheiben und darauf die pochierten Eier geben, 0 mit Tomaten Avocado Tatar bestreuen und die Brunnenkresse Hollandaise darüber geben. Schokomus mit Olivenöl und scharfen Pekannüssen Zubereitung ca. 35 Minuten ca. 3 Stunden Kühlzeit 6 Portionen 200 Gramm Zartbitterschokolade Klammer auf 55% Kakao Klammer zu 120 Milliliter fruchtiges Olivenöl 4 Eigelb 80 Gramm Rohrzucker 2 Esslöffel Espresso frisch gebrüht 30 ml Whisky, zum Beispiel Bourbon 2 Eiweiß 1/ZTL Meersalz 80 Gramm Pekannusskerne 25 Gramm Puderzucker 1 msp, getrocknete Chiliflocken 1 die Schokolade hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen, das Öl löffelweise zugeben und unterrühren, die Masse abkühlen lassen. Feta-Dinkelbratlinge mit Mango-Dip und Salat 4 Portionen 225 Gramm Dinkelbratlinge Klammer auf Trockenmischung Klammer zu 125 Gramm Bio-Speisequark 40% 150 Gramm Bio-Joghurt pur 50 Gramm Edeka Bio-Apfel-Mango-Mark 1 türkische Lira Ras el-Hanout Klammer auf arabische Gewürzmischung Klammer zu Salz Pfeffer 5 Esslöffel Bio-Olivenöl 2 Esslöffel Himbeeressig 2 Esslöffel Bio-Trauben oder Apfelsaft 1 türkische Lira Dijon-Senf 2 Packungen Klammer auf 100 Gramm Klammer zu Bio-Blattsalatmix 1 Packung Klammer auf 150 Gramm Klammer zu Bio-Feta-GU 1 Trockenmischung für Dinkelbratlinge in eine Schüssel geben und nach Packungsanweisung mit 225 bis 275 Milliliter heißem Wasser übergießen, verrühren und ca. 15 Minuten quellen lassen. 2 für den Dip Quark-Joghurt, Fruchtmark und Rasei, Hanout verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken, kalt stellen. 3 Esslöffel Olivenöl, Essig, Saft und Senf verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen, Salat verlesen, waschen und trocken schütteln, mit der Vinaigrette vermengen. 3 ca. 100 Gramm Feta in 8 große Würfel schneiden, Rest zerbröckeln. Bratlingmix in 8 Portionen teilen und jeweils zu einem Bratling formen. Dabei je 1 Feta-Würfel in die Mitte drücken. Restliches Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Bratlinge darin unterwenden ca. 5 Minuten, braten, mit Dip und Salat anrichten. Restlichen Feta darüber streuen. Pro Portion, ca. 500 Kilokalorien 19 g 28 Gramm Farad, 41 Gramm Kilo Henry. Kabeljau mit Kokosbohnen 4 Portionen 1 Packung Klammer auf 540 Gramm Klammer zu, TK Atlantische Kabeljaufilets Klammer auf MSC zertifiziert Klammer zu, 80 OG Bohnen 1 große Zwiebel 2 Knoblauchzehen 1 bis 2 rote Chilis 4 Esslöffel Biosonnenblumenöl 1 türkische Lira Currypulver 1 Dose Klammer auf 400 Milliliter Klammer zu, Bio Kokosnussmilch 15 Gramm Kokosflocken Salz, Pfeffer etwas Limettensaft eventuell einige Korianderstiele 1 Kabeljaufilets nach Packungsanweisung auftauen lassen, Bohnen putzen, waschen und eventuell halbieren, Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken, Chili längs einritzen, entkernen und hacken, 2 2 EL Öl in einem Topf erhitzen,
Zwiebel, Knoblauch und Chili, darin circa 3 Minuten andünsten, mit Curry bestäuben, Bohnen zugeben und zusammen kurz mitbraten. Kokosnussmilch und 200 ml Wasser angießen, aufkochen und zugedeckt i2-15 Minuten garen. 3 Kokosflocken in eine Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, herausnehmen. Fisch kalt abspülen und trocken tupfen. Mit Salz, Pfeffer und Limettensaft würzen. Restliches Öl in der Pfanne erhitzen. Fischfilets darin unterwenden, ca. 6 Minuten braten. Kokosbohnen mit Salz abschmecken, mit dem Fisch anrichten. Mit Kokosflocken und eventuell Koriander bestreuen. Rotkohl und Kartoffeln aus dem Ofen mit Porree in Sahnesoße zubereiten, ca. 45 Minuten, ca. Go Minuten Backzeit, 4 bis 6 Portionen, 1 Kilogramm mehlige Bio-Kartoffeln, 1,2 Kilogramm Rotkohl, 250 Gramm Zwiebeln, 4 Lorbeerblätter, 6 Esslöffel Bio-Olivenöl, Salz, Pfeffer, 400 Gramm Porree, 80 Gramm Zwiebeln, 60 Gramm Parmesan, 150 ml Weißwein, 250 ml EDK Bio, Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft, 180 Klammer zu, vorheizen. Kartoffeln schälen und in kochendem gesalzenen Wasser ca. 10 Minuten kochen, währenddessen Rotkohl putzen und vierteln. Zwiebeln schälen und in dicke Streifen schneiden. Kartoffeln abgießen und mit Rotkohl, Zwiebelstreifen und Lorbeer in einen Bräter geben. Mit Olivenöl beträufeln und gut mit Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen ca. Go Minuten Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft, 180 Klammer zu, vorheizen. Kartoffeln schälen und in kochendem gesalzenen Wasser ca. 10 Minuten kochen, währenddessen Rotkohl putzen und vierteln. Zwiebeln schälen und in dicke Streifen schneiden. Kartoffeln abgießen und mit Rotkohl, Zwiebelstreifen und Lorbeer in einen Bräter geben. Mit Olivenöl beträufeln und gut mit Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen ca. Go Minuten Röstporree, Weißwein, Zwiebeln und Horn, ca. 100 ml Wasser in einem Topf aufkochen und bei geschlossenem Deckel ca. 3 Minuten köcheln lassen. Deckel abnehmen und so lange kochen, bis die Flüssigkeit fast eingekocht ist. Sahne und Parmesan dazugeben und bei niedriger Hitze sämig einkochen, salzen und pfeffern, warm halten, 4 Gemüse aus dem Ofen nehmen und mit dem cremigen Porree servieren. Rote Beete Ziegenkäsetarte mit Blumenkohl und Kräuterquark zubereiten, ca. 40 Minuten, ca. 60 Minuten Kühlzeit und ca. 40 Minuten Backzeit, 4 bis 6 Portionen, 250 Gramm Mehl und etwas für Arbeitsfläche und Backform, 4 Eier, 120 Gramm Quark, 120 Gramm Butter und etwas für die Backform, 300 Gramm rote Beete, 100 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm Ziegenkäse Rolle, 150 ml Sahne, Salz, Pfeffer, 2 Esslöffel EDK Italia natives Olivenöl extra, 200 Gramm Blumenkohlröschen, 4 Majoranzwege, 1/2 Bund glatte Petersilie, 1/2 Bund Basilikum i/z Bund Schnittlauch, 300 Gramm Quark, 40 ml Sahne, EL Rapsöl, 1 Mehl, 1 Ei, Quark und weiche Butter zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten, in Klarsichtfolie gewickelt eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. 2 In der Zwischenzeit rote Beeten und Zwiebeln schälen, beides in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden, Ziegenkäserolle in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, Sahne und restliche Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Rote Beeten, Zwiebeln und Blumenkohlröschen, darin bei mittlerer bis starker Hitze ca. 8 Minuten goldbraun anrösten, mit Salz und Pfeffer würzen. Ofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft, 180 Klammer zu, vorheizen. 4 Teig, auf einer bemehlten Arbeitsfläche quadratisch ausrollen, eine Kischform, Klammer auf 23 x 23 cm Klammer zu, mit Butter einfetten, mit Mehl bestäuben, Teigplatte hineinlegen, rote Beete-Mischung auf dem Teig verteilen, mit Sahne-Ei-Mischung begießen und mit dem Käse und Majoran belegen. Tarte auf der untersten Schiene im Ofen 20 Minuten backen, Ofenhitze auf 175 Grad, Klammer auf Umluft 155 Klammer zu, reduzieren und weitere 15 bis 20 Minuten fertig backen. 5 Kräuter fein hacken,
mit Quarksahne und Rapsöl vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen, Tarte aus dem Ofen nehmen und mit dem Quark servieren. In Rotwein, pochierte Äpfel mit Vanilleeis zubereiten, ca. 20 Minuten, ca. 50 Minuten Backzeit, 4 Portionen, 1 Bio-Zitrone, 1 Vanilleschote, 750 ml Rotwein, 125 Gramm Zucker, 2 Nelken, 1 Zimtstange, 4 Gala-Äpfel, 4 Kugeln Vanilleeis, 1 Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160 Klammer zu, vorheizen. Zitrone waschen, trocken tupfen und mit dem Sparschäler, 2 Scheiben Haut abziehen, Vanilleschote längst halbieren, 2 Rotwein, Zucker, Nelken, Zimtstange, Zitronenscheiben und Vanilleschote in einem ofenfesten Topf aufkochen.